Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Stadion-Vlog. Dallas ist am Start. Ja, heute ist Leipzig zu Gast bei uns. Und ja, die Statistik sieht leider nicht so gut aus. Und wir wollen heute versuchen, die Statistik zumindest ein bisschen zu verbessern. Ich glaube, 8 Begegnungen gab es bis jetzt und ja, alles leider Niederlage. Ich glaube, 2:20 Tore für die Leipziger. Also es kann eigentlich nur besser werden. So, da ist das Ding. Ja, ich glaube, wir laufen noch mal kurz die Ost mal runter, um mal so einen Abstecher zu machen, um zu gucken, was da so alles abgeht. Da wird der Rasen schon bewässert und ich sehe schon ein paar Leipziger sind auch schon am Start. Hier ist auf jeden Fall Torwand schießen, aber die Schlange ist mir zu lang. Es geht noch bis da hinten hin, deswegen ja, irgendwie nicht so Bock zu warten. Machen wir irgendwann anders. Ja. Aber jetzt gehen wir, glaube ich, rein, Dille. Ne? Mal ein Bierchen holen. Cola. Okay, geht auch. Geil, wir stellen uns an. Wir holen uns jetzt auch was zum Trinken. Und dann holen wir hoffentlich auch gleich Punkte. RB Leipzig ist, glaube ich, eingelaufen. Alle pfeifen schon. Die Ostkurve wird immer voller. Sind noch 35 Minuten bis zum Anpfiff. Ordentlich Fans mitgebracht, die Leipziger. Naja. Jetzt mal ohne Scheiß. Für Leipziger Verhältnisse sind das echt viele Fans. Wir sind da, wir stehen hinter euch, gibt Vollgas, schmeißt euch in jeden Ball rein. Und dann ist alles möglich hier. Boah, ich vermisse Gary wieder in der Startaufstellung. Willi, hast du Bock auf Dosenkicken? Scheiß Redbull! Scheiß Redbull! Scheiß Redbull! Eigentlich viel geiler, wenn das Bochum-Lied von Herbert Grönemeyer währenddessen läuft, wenn die Spieler gerade einlaufen. Würde ich viel mehr fühlen. Damit die Spieler sehen, Alter, wie die hier abgehen, weißt du? Let's go, Jungs, komm! Ah, der verzieht! Unsere direkten Konkurrenten spielen natürlich jetzt auch zeitgleich. Und alle gehen wahrscheinlich davon aus, dass wir heute hier Punkte liegen lassen. Mal sehen, vielleicht, aber es sieht bis jetzt ganz gut aus. Alter, hier geht er ab! Jeder geht ab! So stark! Man merkt schon, dass Leipzig aus der Champions League jetzt erschöpft gekommen ist. Weißt du? Aber wir kämpfen und wir haben auf jeden Fall mehr Chancen gehabt bis hier. Ja, stark! Oh, wir feiern hier jeden Ballgewinn. Oh, jetzt kommen die einmal durch. Nein! Oh. Digga, der pillt den vom Elfmeterpunkt fast 8-9 Meter rüber, ey. Krass. Irgendein Glücklicher hat jetzt den Ball. Nice. Weg! Oh Gott! Oh. Holy shit! Sauber, Danilo! Oh Junge, du bist so geil! Geh! Geh, Bruder, geh! Ah! Gleich so weiter. Let's go. So, auf den anderen Plätzen sieht es aktuell überall 0-0 außer bei
Hoffenheim gegen Hertha. Da steht 2-0 für Hoffenheim. Aktuell Schalke wieder Letzter. Oh, Masovic macht jetzt einen. Komm, Junge! Ja! Oh! Masovic! Ich hab's gedacht! Ja, Mann! Ja! Jimmy, Tempo aufs Tor, aufs Tor! Ah, der nimmt Tempo raus. Ah! Oh, das sieht richtig gut aus, ey. Stark. Oh, Schalke liegt 1-0 hinten. Oh, Stuttgart liegt auch 1-0 hinten. Augsburg führt gegen Schalke. Das sieht alles richtig gut aus für uns. Kommt, Jungs. Oh! Alter, Glück gehabt. Leipzig hat komplett offensiv eingewechselt. Die letzten 10 Minuten noch. Spielzeit 4 Minuten. 4 Minuten Nachspielzeit, komm! Nein! Oh, Manu! Manu, du bist der Geilste! Oh! Oh, stopp, Manu, Alter! Oh mein Gott, ich hab den Ring gesehen! Oh! Alter, was war das denn für eine Parade? Zweimal! Ist der Geilste. Wir sind am Kämpfen! Stark! Der scheiß Ball ist da immer noch! Ja! Digga, jetzt hätten wir ein Tor geschossen! Alle sind am Jubeln! Stark! Was macht der für Paraden? Heck! Oh mein Gott, was denn? Was denn? Was geschieht hier? Endlich mal ein bisschen Glück, Mann. Sei mal ehrlich. Digga, mein Herz, ne? Das ist so anklopfen.
Jungs, wir sind stolz auf euch. Das war ein Arbeitssieg. Ihr habt alles gegeben. Und wir haben es gesehen. So, wir sind raus. Oh Junge, wir haben so gekämpft. Das war ein Arbeitssieg. Wir haben alles reingeschmissen. Ich hatte die letzten Minuten, ne? Ich schwör's dir, das war nicht mehr normal. Und dann noch ein bisschen Glück gehabt mit dem Pfostenschuss. Aber egal. Das sieht richtig gut aus. Wir sind im Abstiegskampf und wir nehmen es an. Ja, jetzt gibt erstmal eine Woche kein Fußball, beziehungsweise Länderspielpause. Und dann sehen wir uns danach die Woche in Frankfurt wieder. Lasst bitte einen Daumen hoch da und ein Abo. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen in Frankfurt. Haut rein. Ciao.